und sich irgendwann zur Hypnose weiterentwickeln. Die Dinger können sich weiterentwickeln? Okay. Back to the drawing board. Gut, Kappa kann sich wegknabbern. Du könntest dir sogar hilfreich sein. Ach, vor allem bist du jetzt wieder frei. Das fällt mir jetzt mal auf. Dann der Stahlskorpion. Dich packen wir wieder mit rein. Du kommst mit dazu. Du auch. Und dann passt das. Stellen wir uns mal hier hin. Mal ganz in die Ecke. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja. Man kann auch fusionieren später? Das ist ja cool. Okay. Let's do this. Ja, komm, wir beschwören dich. Du könntest hilfreich sein. Du sowieso, aber dich brauchen wir gerade noch nicht. Und dich, komm. Erstmal die Front. Die anderen beiden lassen wir erstmal hinten. Ja. Vor allem ist es tatsächlich mal interessant. Tatsächlich schwache Monster gegen schwache Monster. Auch wenn es mich abfuckt, dass ich von ihm nur ein Kuribo kriegen würde. Ein Kuribo oder noch ein Skorpion. Aber gut, man kann die Dinger ja verkaufen. Ne? Das ist ja immerhin etwas. Guti, guti, gut. Ich werde versuchen, mit dem Skelettengel zu snipen, sofern das möglich ist. Ich werde. Ja, schön. Allein die Range. Alter, die Range von dem Ding. Das ist auch so ein richtiger Space Battle hier. Da geht er mal. Sonst, warte mal. Wir gehen mal nur hier hin mit ihm. Weil das letzte Mal, als wir mit ihm zu weit gegangen sind, hat er hart auf die Schnauze gekriegt. Kannst du sie verkaufen, aber neue. Oder ich baue mir eine Plüschballarmee. Das kann ich auch. Okay, dann. Zeig mir, was du kannst. Ich muss definitiv... Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss dieses Mal definitiv Erstangriff landen. Was passiert? Ich krieg's schon direkt auf die Fresse. Alter, und das hart. Was hast du... Was gibst du deinen Plüschbein zum Frühstück? Was hast du denn vor? Kannst du weit nicht angreifen. Ja. Aha. Aha. Ich glaube, mein Skelettengel ist gerade in perfekter Sniper-Position. Oder? Ja, der ist in perfekter Sniper-Position für ihn hier. Oh, und plus Damage. Ja, das ist doch. Das ist schön. Hier. Eat Dreck. Eat Shit, Mike. Du hast vielleicht den Erstangriff gelandet, aber es heißt noch lange nicht, dass du hier tatsächlich mal besser dran bist. Fuck you, dude! Heavy Rain! Okay, so viel dazu. Sofern er sich mit dem Ding nicht bewegt, kriegt das Ding hart auf die Fresse. So, und du?
Ja, dein Vieh, ich weiß, er geht dabei drauf. Aber, also im nächsten Zug, aber er nimmt das Ding mit. Wir brauchen direkt einen Monstervorteil. Wir dürfen nicht schon wieder so weit zurückfallen. Oh! Das ist ja cool. Möchtest du... Ja! Natürlich möchte ich den Level erhöhen. Warum soll ich das nicht wollen? Ich kann es mir nicht leisten, dieses Monster zu verlieren. But you did. Vor allem die Viecher leveln trotzdem weiter. Das ist das Krasseste. Die Erfahrung bleibt. Ende. Bewegen. Dahin. Allesamt, alle Einheiten in Bewegung. Diesmal geben wir dem Typen keine Ruhe. Na, was hast du jetzt vor? Dieses Spiel ist härter. Ja, weil du es nicht entwickelt hast. Ja, da geht er jetzt drauf. Noch nicht mal. Das überlebt der. Das ist noch besser. Aber den nächsten Angriff von Kuribo wird er nicht überleben. Oder sogar den. Ist noch schlimmer. Vernichtet. Dadurch wird es mir gelingen, das Duell an mich zu reißen. Nicht wirklich. Mein Sniper ist immer noch in perfekter Position eigentlich. Das kriegen wir auch noch hin. Pass auf. Das ist noch nicht vorbei. Ach, so machen wir das jetzt. Kommentieren wir vom Spielfeldrand aus, ja? Das ist das allerletzte. Das war kritisch. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Du bist doch nicht, aber ist ja gut. Oh oh. Ich kann nicht aufhören. Aber jetzt hat er einen so ein Vieh in meiner Backline. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Beweg das Ding ruhig. Mach doch. Das ist vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Genau hier. Erstmal werden wir dich hier los. Boom. Genau. Ja, ja, Duke. Das, nee, du wirst schon auf den Sack kriegen. Dich hier hin. Angreifen. Und einen kleinen Fellball gen Hölle schicken. Du bist in der falschen Nachbarschaft gelandet, Junge. Schon 2 Kills auf diesem kleinen Dude. Oh, es bewegt sich 3 diagonal. Ich lasse mir mal kurz noch hier. Warte mal. Was kann ich mit dir noch machen? Du bist sowieso. Hältst nicht mehr viel aus. Aber vielleicht kannst du ja noch. Warte, ich habe eine Idee. Wobei ihn da jetzt nach vorne zu schicken, ist auch nicht so unbedingt meine beste Idee. Warte mal. Was ist, wenn. Ist nicht in Reichweite. Ist nichts in Reichweite. Aber warte mal. Ich versuch das mal, warte mal. Oh, das Ding one-shottet ihn. So one-shot, oder? Ich denk mal. Komm, one-shot ihn. Oder tu ihm wenigstens weh, eins von beiden. Bist zwar schon angeknackst, aber das macht nichts. Rakete Kikiwa! Dead!
Ja, one shot, one kill. Nice. Und jetzt schicke ich ihn nach vorne, weil er kann das noch, er kann noch ein bisschen was aushalten. Sofern er ihn überhaupt angreift. Und schon hat er nur noch zwei Viecher. So, Duke Dödlin, was wirst du tun? Ja, du gehst auf ihn. Genau das habe ich mir schon fast gedacht. Ihm machst du nicht so viel Schaden. Ihn stört das nicht. Da brauchst du gar nicht mit deinem Felsball ankommen. Mit deiner kleinen Plüschkugel. Ja, da. Macht überhaupt nichts. Easy. Das wiederum überlebt er auch. Und du hast dich jetzt gerade mitten in seine Position gestellt. So you fucking gonna die. Du Noob. Ey, Mike schon, es wird ein ziemlich langes AP wahrscheinlich. Ich meine, wir sind jetzt über 2 Stunden jetzt schon. Wir haben jetzt gerade mal noch nicht mal 3 Duelle geschafft quasi. Es wird schon... Hat er sich jetzt gerade... Moment. Jetzt nur nicht nachlassen. Warte mal, das will ich mal kurz wissen. Hat er sich... Wow, ich könnte ihn direkt angreifen. Das werde ich sogar tun. Das will ich sowieso mal sehen, wie das aussieht, wie ich so einen Kristall angreife. Mit einem derben Laser. Hi! Kennst du schon meinen Laser? Boah. Oh, Kristall angebrüllt. Wow! 10 Erfahrung! Ja, das ist nicht so cool, wenn man sowas macht, ne? Dude Dablin. Komm, ich opfer ihn hier. Nice. Okay. Ja, aber das sieht gerade sehr gut aus. Dir gehen langsam die Ideen aus. Allein schon du und Ideen, Duke. Nur mal so, du hattest nie Ideen. Deine Ideen waren meistens irgendwie klaue Ideen von anderen. Jetzt bin ich ein bisschen in der Patsche jedoch. Jetzt bin ich in der Patsche. Es sei denn... Ich habe eine ganz böse Idee. Ich stelle ihn hier hin. Ich hoffe, ich schieße mir damit jetzt nicht selber ins Bein. Dich hier hin. Okay. Der Feuerzombie ist echt eine Glaskanone. Ja, das kannst du laut sagen. So, wahrscheinlich bewegst du dich jetzt mit dem Ding erst weg. Oder... Na okay, du musst erstmal meinen Zombie aus dem Weg räumen. Das ist klar. Den kannst du auch wegräumen. Das habe ich voll erwartet. Das bringt mich meine... Ja. Was? Was? Und damit geht er auf den Drachen. Das war's für den Drachen? Ja, da habe ich mir fast schon gedacht. Aber er hat sich nicht vom Fleck bewegt. Er hat sich kein Stück vom Fleck bewegt. Bin immer noch nicht außer Gefahr. Du hast es gut erkannt. Ich hoffe, du bewegst dich nicht. Du scheiß Kackbuhn. Scheiße. Oh, ich dachte, er bewegt sich nicht. Okay, jetzt, Hätte er sich doch nur nicht wegbewegt.
Jetzt ist er natürlich ein außer... Aber ich kann hier angreifen von hier aus. Und du... Shit. Machen wir mal so. Du kannst sowieso gerade nichts machen. Du kannst dich nur... hier hin bewegen. Und von hier aus angreifen. Ist noch nicht genug, aber... hoffentlich kriegen wir das noch hin. Na gut, du bist noch voll, also... vielleicht habe ich ja Glück und ich kann einen kleinen Sniper-Shot landen gegen, gegen seinen Megatower. Ich bezweifle zwar, aber... nee, ich glaube, Kuribo hätte ich nicht töten können. Da ist die Position nicht richtig gewesen für. Mein Monster. Aber gleich, wenn er das... ja, das hat mir gedacht, dass er das macht. Scheiße. War das jetzt am Ende mein Fehler, der mich das Duell kostet? Höchstwahrscheinlich, ja. Weil ich den Skelettengel da nach oben gestellt habe. Ich bin am Zug. Das Gute ist... nö, eben nicht. Guck mal, ich kann mich so durch die Gegend snipen hier. Ja, okay, ich hab's doch noch retten können, glaube ich. Nani? Oh shit, Nougat ist wieder flüssig. Ich hoffe, du bist in einem Behälter, sonst wird das immer eine Riesensauerei. So, mein Dude Deblin, was soll es sein? Das war, glaube ich, dein letzter Fehler, den du gemacht hast. Ich werde dein Comeback. Ja, dein Comeback kannst du ja sonst wohin. Ja, das, that's game. Der Sniper-Engel. Gib ihm. Das wird dir den Rest geben. Er klingt dann immer so aggressiv, wenn er das macht. Der Skelettengel ist echt wahre Erlösung. Die Angriffsrange ist gut. Die macht wenigstens was. Die sniped. Baboom! Jetzt kann ich wieder bei Null anfangen. Du bist eine Null. Du fängst ständig bei Null an, weil du eine Null bist. Eine Null fängt immer bei Null an. Ja, Lavas ist jetzt aber erstmal aus dem Game. Der ist, der muss schnaufen. Yogi, du bist wirklich der König der Spiele. Du bist aber auch nicht schlecht. Damit meine ich, du bist schlecht. Ich habe verloren, aber ich ärgere mich nicht, weil ich mein Bestes gegeben habe. Aha. Yogi, bleib am Ball und gewinne das Turnier. Danke. By the way, es ist ein super merkwürdiges Turnier, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Was kriege ich jetzt von dir, Kuribos und ne? Nani? Ja, geil. Aber Skelettengel ist ein Level Up. Ja, warum nicht? Warum solltest du nicht ein Level Up haben wollen? Ja, das ist alles trash. Komm. Gib mir Filzbälle. Einfach nur Filzbälle. Because why not? Ganz ehrlich, Duke ist sowieso einer. Ich meine, wie er vorgestellt wurde in die Serie. Einfach Yugi ansagen, du hast geschummelt. Jetzt Pegasus, weißt du, dieser... ne...